Hallo meine Lieben, willkommen zu dem neuen Vlog. Ich krieg mich gerade nicht mehr ein vor Lachen. Ich lieg gerade hier auf meiner Couch und guck gerade Better Call Saul. Deshalb lache ich nicht. Mal davon abgesehen, die Serie ist der absolute Hammer. Es ist halt wirklich, es ist einfach Breaking Bad. Pass auf. Ich spiele gerade Animal Crossing. Jetzt ist er halt komplett weggegangen. Da, Axel. Axel, der Elefant. Ich gehe aus meinem Haus raus. Axel liegt auf meiner Sonnenliege und chillt. Ein Kumpel von mir heißt der Axel. Und ich wollte dem Axel gerade so ein Beweisfoto schießen. Mach mein Handy an. In dem Moment, wo meine Kamera startet, steht er auf, geht weg, damit ich kein Foto machen kann. Und schlendert so ganz so lululululu hier so raus. Ich konnte nicht mehr vor lachen. Und Scheiß, ich habe in der Kamera, habe ich noch gesehen, wie er ganz schnell aufgestanden ist, damit ich kein Beweisfoto machen kann. Oh, herrlich. Sorry, Leute. Ich weiß, es war wahrscheinlich Situationskomik, aber es war richtig witzig gerade. Sag mal, das gibt... Okay, das gibt's doch nicht, Alter. Ihr habt gerade noch gesehen, die Aufnahme ist zwar abgekackt, aber ihr habt gesehen, da ist der. Das ist doch unfassbar. Der lag schon wieder auf meiner Sonnenliege. Und ich in dem Moment, ohne Scheiß, ich schiebe, pass auf, da ist er. Er schleicht sich langsam wieder ran. Er guckt, gleich legt er sich wieder hin. Der ist eben schon wieder in dem Moment aufgestanden, wo ich mein Handy gezückt habe. Aber diesmal habe ich ihn. Diesmal kriege ich ihn. Er guckt. Er riecht den Braten. Er riecht den Braten. Der lag gerade schon wieder auf der Liege. Und in dem Moment, wo ich das Handy in die Hand genommen habe, ist er schnell wieder aufgestanden. Jetzt habe ich ihn, Leute. Gleich legt er sich wieder... Das ist doch nicht wahr. Jetzt haut er ab. Da! Aha! Ich habe das Handy schnell weggepackt, da ist er jetzt richtig schnell hingelaufen und hat sich hingelegt. Das ist doch nicht wahr, ist das ein Lümmel. Hallöchen, meine lieben Vlog-Zuschauer. Ich begrüße euch heute mit Schönheit. Damit meine ich nicht mich selbst, weil man mich da hinten gerade sieht. Die Mana-Reihe. Heute, meine Lieben, werde ich mich endlich auf Trials of Mana stürzen. Ich bin sehr gespannt. So, Netflix ist an. Natürlich geht es nicht um das da, sondern um das da. Leute, ich bin echt heiß, ne? Ich bin echt gespannt, wie es jetzt passiert. Folge 8 und 9 waren echt auf jeden Fall der Hammer und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Jetzt letzte Folge heute. Ansonsten, ja, wie gesagt, Trials of Mana werde ich heute spielen. Ich werde Nioh spielen. Ich werde heute einen Tag sehr viel ohne PC verbringen. Heute Abend nehme ich einen Podcast auf und ein bisschen aufräumen. So sonntags. Ich wasche gerade Wäsche und dann aufhängen. Dann ein weiteres Fliegengitter machen, diesmal im Schlafzimmer. Weil es ist zwar noch nicht so wild mit Insekten, aber ab und zu kommt halt doch nochmal eine Wespe oder sowas rein. Das heißt, ich mache das jetzt schon. Dann habe ich das hinter mir mit den Fliegengittern. Und ja, ansonsten mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ich werde mich melden. Oh, bisschen den Nerdleben nebenbei laufen lassen. Jetzt wird pausiert. Ich habe gerade hier wild geschnitten. Was war das für Geräusch? Und zwar für euch. Ich habe gerade den Zauberer von Oz eingesprochen. Also die meisten Geschichten, die ich so vorlese, die sind tatsächlich ja recht einfach gehalten. Also nicht einfach vom Sprechen, aber einfach vom Schnitt. Aber diese großen, langen Geschichten wie Gobolino oder Hexenkater, Groga der Oger oder jetzt der Zauberer von Oz oder Pinocchio, das sind so vier recht große Videoreihen, die halt auch über einen längeren Zeitraum laufen. Demnächst gibt es auch Groga der Oger in seiner zweiten Geschichte. Groga der Oger hat nämlich noch eine zweite lange Geschichte und die will ich euch dann demnächst auch erzählen. Und die sind immer ein bisschen mehr Arbeit, weil da muss ich, das spreche ich einmal durch, aber ich schaffe es immer nicht beim ersten Take die ganzen verschiedenen Stimmen so zu sprechen, wie ich möchte. Das heißt, ich spreche es einmal durch und dann habe ich mir währenddessen schon überlegt, wie ich gewisse einzelne Stimmen, gewisse Figuren vielleicht anders sprechen möchte, damit die eine eigene Identität bekommen. Und die spreche ich dann noch einmal komplett am Stück ein. Denn wenn man die Texte am Stück einspricht, fällt es einem leichter, immer den gleichen Ton zu treffen. Und deshalb muss ich das dann hinterher auch noch reinschneiden. Und dann, ich fand es gerade bei
dieser Geschichte, der Zauberer von Oz, finde ich es so unfassbar schade, dass ich nicht die originale Musik bekommen habe. Denn die originale Musik, die ist halt wirklich, wirklich schön. Warte mal, ich kann euch die ja mal eben zeigen. Also ihr seht ja gleich im Blog, was ich benutzt habe. Aber ich zeige euch mal, wie das Ding eigentlich anfängt. Warte mal. Ich blende mich jetzt ja gerade selber. Hier, pass auf. Der Zauberer von Oz. Dorothy wohnte mit ihrem Onkel Henry und ihrer Tante Anne auf einer Farm mitten in der großen, weiten Landschaft von Das Kansas. ist halt ziemlich geil. Diese Musik verbinde ich mittlerweile mit dieser Geschichte. Ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr die nicht kennt, aber ich finde es halt echt super schade, dass ich diese Musik nicht verwenden kann, weil ich sie nicht in Roh finde. Ich kann sie halt nur aus diesen bereits eingesprochenen Videos nehmen, aber da ist ja die Sprache drüber. Und diese einzelne Musik, das ist halt so alt und unbekannt, dass ich diese einzelne Musik nicht bekomme. Deshalb muss ich immer mit Videospielmusik tricksen. Und ich habe halt nie irgendjemanden, ich hatte keine Ahnung, ich habe den Verlag angeschrieben, habe keine Antwort bekommen. Ich wüsste nicht, wen ich sonst anschreiben sollte, um vielleicht an diese alten Soundfiles zu kommen. Bei Gobulino hatte ich Glück, da gab es das tatsächlich auf YouTube, aber das ist halt wirklich schade. Ich würde halt gerne die originale Musik wieder mitverwenden von den Geschichten. Auf jeden Fall hat es mich wieder gehuckt. Es hat einfach super Spaß, diese Geschichten einzusprechen. Und ja, tatsächlich war heute, dadurch, dass heute eher ein Tag für mich war, kann ich heute natürlich auch wieder gar nicht so viel erzählen. Ich kann dir höchstens erzählen, was ich so jetzt demnächst vielleicht so vorhabe. Ich möchte jetzt demnächst anfangen, ja, die Sachen bei eBay Kleinanzeigen reinzusetzen, weil was soll der Quatsch, wenn halt Leute kurz herkommen mit Schutzhandschuhen, dann die Spiele verkaufen und dann den ganzen Rumpelkram, den meine Mutter mir gemacht hat, das möchte ich gerne nächste Woche dann auch ja, hier weggeräumt haben, damit da nicht so viel Rumpelkram hier in meiner Wohnung noch rumsteht. Und dann möchte ich jetzt demnächst tatsächlich endlich in Angriff nehmen. Also ich habe heute übrigens mein Fliegengitter drüben dran. Hier ist mein Fliegengitter jetzt schon wieder dran. Und im Schlafzimmer drüben auch. Und ja, ich möchte jetzt demnächst tatsächlich in Angriff nehmen, diese Vitrine hier freizuräumen. Ja, wegen Zelda. Denn, wie ihr seht, habe ich immer noch vor allem die ganzen Zelda-Geschenke, die ich so habe, die sind halt noch da auf dem Stuhl. Da unten ist noch das Bild. Ja, weil ich nicht weiß, wohin. Ich möchte halt nicht schon wieder alles so elendig vollstopfen. Weil dann sieht es halt wieder, es sieht zwar im Moment sehr, sehr cool aus, meine Zelda-Ecke, aber wenn ich da jetzt noch mehr reinstopfe, dann sieht es halt auch wieder doof aus. Und weniger ist manchmal mehr, also mehr Platz wäre hier einfach besser. Und deshalb, ja, werde ich diese Vitrine wahrscheinlich freiräumen, für Zelda nutzen. Und dann muss ich mir Gedanken machen, wo ich meine Tales-of-Ecke dann hinbaue. Meine Mario Party-Ecke, da was so schade ist, weil Mario Party passt hier halt gerade so perfekt rein. Aber auch Final Fantasy braucht halt jetzt auch schon mehr Platz. Da kommt jetzt ja auch nur wieder mehr. Final Fantasy 7 muss da eigentlich ja auch noch rein. Ich überlege da noch eine Limited von zu holen, weil mir das Spiel sehr gut gefällt. Yoshi passt da zwar auch sehr, sehr gut hin, aber hat auch noch woanders mehr Platz haben. Und das möchte ich mir demnächst nicht unbedingt vielleicht direkt in Angriff nehmen, aber schon mal grob überlegen, wie ich das genau machen kann. Und einfach mal so durch meine Wohnung gucken, was wären meine Optionen, wo kann man vielleicht noch Ecken umstellen, wo kann man vielleicht noch mal irgendwie was nutzen für eine Ecke. Und dafür werde ich bestimmt Optionen finden. Dann will ich die Amiibos noch an die Wand nageln. Und ja, ich freue mich halt mega auf die Ständer, da um gerade in der Pokémon-Ecke halt sehr, sehr viel irgendwie noch umzubauen. Ja. Ja, ich habe Quatsch, Breaking Bad, aber es fühlte sich an wie Breaking Bad. Ich habe Better Call Saul durchgeguckt. Diese Serie ist auch der absolute Hammer. Gerade hier in der Folge 8 der fünften Staffel, mega geil. Keine Angst, ich werde nichts spoilern. Ich werde spoilerfrei berichten, aber es gab eine gewisse Szene. Alle werden wissen, welche Szene ich meine, die gesehen haben. Ich muss gar nicht groß weiter beschreiben. Richtig gut. Super geil geschauspielert und so spannend. So spannend. Ich liebe den Schauspieler von dem Salamanca. Super geiler Schauspieler. Boah! Und dann, ja, ganz am Ende, wie gesagt, was da so geil.
Es hat so richtig Breaking Bad Vibes, die Figuren, die da wieder aufgezeigt wurden, einfach nur richtig, richtig gut. Und ich bin halt mega gespannt, wie es jetzt weitergeht in der 6. Staffel mit dem, was da am Ende, oh geil, also gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin so froh, dass sie mit Better Call Saul quasi Breaking Bad so ein bisschen weiterführen. Ich weiß noch, ganz am Anfang in der, war es direkt in der ersten Folge, es war direkt in der allerersten Folge der ersten Staffel, wo man direkt Tuco sieht. Das war so ein geiler Moment. Ja, direkt in der ersten Folge. So geil, ey. Wo direkt so denkst, oh shit, ey. Ja. Ja, und wer Better Call Saul jetzt immer noch nicht gesehen hat, der hat es jetzt auch verdient, für die allererste Folge gespoilert zu werden. Wenn ihr Breaking Bad mochtet, Gott, dann guckt Better Call Saul. Diese Serie wird auch einfach durch die Staffel immer besser. Aber auch davor mit Chuck auch schon so geile Momente. Mega geile Serie. Ja, damit bin ich jetzt durch. Das ist sehr, sehr schade. Und ja, ich werde jetzt gleich noch einen Podcast aufnehmen. Das bekommt ihr nicht mehr mit. Ich werde heute nicht streamen, sondern nach dem Podcast dann halt eventuell noch ein bisschen daddeln. Da habe ich Bock drauf heute. Nioh wahrscheinlich. Ich will Nioh endlich weiterspielen. Ich bin jetzt Mitte der 4. Welt. Und ja, ich will halt, ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, dass ich Nioh gerade so gestaffelt spiele. Aber trotzdem will ich da halt auch nicht den Kontakt verlieren. Ansonsten habe ich angefangen, übrigens mir drüben mal einen Raclette-Grill da so hinzustellen. Wenn ich mal Bock habe, kann ich mir da so kleine Pfännchen machen, statt irgendwie zu kochen. Ist eigentlich ganz angenehm und die sind halt auch super leicht zu reinigen, ne? Da macht man sich nicht immer so gleich Topf und Pfanne und sowas. Finde ich eine coole Idee. Und das Coole ist, also, das ist immer, wie leicht man so auszutricksen ist. Dadurch, dass ich halt an diesen Pfännchen stehen bleibe und bei dem Grill stehen bleibe, räume ich nebenbei in der Küche auf. Weil sonst habe ich immer Topf und Pfanne, bin am PC, aber jetzt bleibe ich am Grill und dann räume ich immer kurz auf meine Küche. Ja. Eine Sache fand ich noch ganz interessant, die ich mit euch besprach. Ach ja, bei dieser Pandemie. Ich war ja auf der Arbeit und ich hatte auf der Arbeit ja tatsächlich jetzt am Samstag keine Maske auf. Ich habe ein ärztliches Attest wegen meinem schweren Asthma. Ich habe es euch erzählt, ihr habt mich gesehen, mir war schwindelig, mir wurde schlecht. Ich habe keinen Sauerstoff bekommen. Mit dieser Maske, selbst wenn sie nur hier unten am Mund saß. Sobald man halt mal irgendwie arbeitet und halt auch wirklich in Wallung kommt, also wirklich richtig schuftet, nicht so wie die Pflegekräfte oder Krankenpfleger oder sonst was, die halt nur die Maske tragen, aber halt ja nicht wirklich irgendwas tun, sondern wo man halt wirklich was macht, da wird einem ja richtig warm und dann wird man warm vom Mund und schon dann bekommt man absolut keine Luft mehr. Und ja, das geht halt gar nicht. So, und dann war ich halt auf der Arbeit. Und ich bin da halt mitten im Markt rumgelaufen, ohne Maske. Und das war interessant. Weil, was glaubt ihr denn, wie das für die Kunden natürlich auch aussah? Ich fühle mal kurz ein bisschen nach draußen. Also, ihr könnt ja mal raten. Was glaubt ihr, wie viele Kunden haben mich drauf angesprochen? Was glaubt ihr, wie viele Kunden haben mich drauf angesprochen, warum ich keine Maske trage? Was glaubt ihr, wie viele Kunden haben die Polizei gerufen, weil ich keine Maske trage? Und während ihr überlegt, das war natürlich eben Spaß mit den Pflegekräften, ne? Ich war halt nur eine ganz gewisse Person. Ich weiß von einigen tatsächlich, dass die in der Pflege arbeiten. Und ich hoffe, ich habe euch gerade ein bisschen getriggert. Ach, kurz einmal schön die Pflegekräfte dissen. Sorry, der musste mal sein. Vor allem eine Person wollte ich da ein bisschen mit ärgern. Natürlich Spaß, ne? Große Ehre und Liebe geht raus an die Pflegekräfte jetzt gerade. Aber Alter, diese Masken, ne? Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann. Nach langer Zeit. Oder ob man vielleicht einfach wirklich eine braucht, die halt auch Luftzirkulation hat. Aber ich habe bei den Dingern nichts. Alter, mir war nur noch schwindelig. Wir hatten aber auch eine schlechte Luft im Markt. So, wie viele Leute haben die Polizei gerufen? Ja, keiner. Tatsächlich keiner. Und ich hatte damit gerechnet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kunden generell haben das sehr, sehr entspannt genommen. Mich haben 3 Leute darauf angesprochen. Aber auf nett. Eine Kundin, die kannte ich nicht, die hat einfach gefragt, wie kommt das, dass sie keine Maske aufhaben? An der Kasse habe ich ihr das erklärt. Ach so, okay. Sie meinte dann aber auch, ist mal ganz schön, einfach mal jemanden zu sehen ohne Maske. Das entspannt das Ganze. 2 Kunden, einer hat so scherzhaft gefragt, meinte so, 1000 Euro her. So, keine Maske auf, habe ich mir das kurz erklärt. Und ein anderer Stammkunde hat auch einfach kurz gefragt. Also alles auf nett. Und dann war da noch ein kleines Mädchen. Und ich hatte schon echt damit gerechnet. Ich habe schon überlegt, für die Kinder muss das ja auch seltsam wirken. Dann war so ein kleines Mädchen mit der Mutter halt einkaufen und meinte, Mama, warum trägt man keine Maske? Ich so, das ist eine ausgezeichnete Frage, kleine junge Dame. Habe ihr das halt kurz erklärt. Die Mutter fand das halt auch total toll, weil ich wusste, ich hatte im Kopf mich schon darauf vorbereitet, was passiert, wenn mich mal irgendwie ein kleines Kind fragt, warum ich keine Maske auf habe. Ja, ich hatte tatsächlich damit gerechnet,
dass irgendjemand die Polizei ruft deswegen, aber tatsächlich nicht. Und vor allem, ich hatte ja vorgesorgt. Ich habe die Polizei ja informiert, dass ich einen Attest habe hier bei Lidl, falls ein Anruf kommt, dass die Bescheid wissen. Aber auch die meint, nee, es hat tatsächlich niemand angerufen. Also ihr dürft ja nicht wundern, ein Kunde bei der Polizei kauft bei uns ein, öfter mal. Und den haben, ja, der hat mir das dann erzählt. Nee, es hat tatsächlich niemand angerufen. Und generell war ich sehr überrascht, wie, ja, entspannt die mal. Also es gab komische Blicke, die so geguckt haben. Aber es, ja, aber auch nicht so wirklich schlimm. Ich hätte es mehr gedacht. Und ich meine, ein bisschen kann ich das halt auch nachvollziehen, weil das Ding nervt. Es nervt die Menschen und man hat wirklich, man merkt im Moment, wie ganz, ganz viele Menschen jetzt schon am Limit laufen. Man sieht ganz, ganz vielen Menschen, ganz, ganz vielen Kunden aktuell an, dass sie kräftemäßig, dass sie nicht mehr können, dass sie kräftemäßig am Ende sind, dass sie einfach nur noch wollen, dass diese Scheiße aufhört, dass sie, ja, man sieht es denen auf der Arbeit an, sie sind genervter. Die sind nicht mehr so fröhlich, nicht mehr so freundlich, sie sagen nicht mehr Hallo, sie versuchen es das. Sie sind nicht wirklich unfreundlich, aber man merkt den Menschen halt, dass sie genervt sind von dieser ganzen Pandemie. Jetzt das mit den Masken und ja gut, die haben das halt nur ein bisschen da beim Einkaufen ein. Aber gerade die, meine Kollegen, ist das auch super schwer im Moment, meine Kollegen dabei Laune zu halten, weil auch die das natürlich extrem nervt. Die freuen sich zwar mega für mich, sind aber auch neidisch und das ist auch in Ordnung. Neid ist in Ordnung, solange man nicht missgünstig wird. Und ich habe das ja auch, es belastet einen total. Den ganzen Tag auf der Arbeit, diese Maske tragen, es nervt halt. Es geht nicht nur um das Atmen, es geht ja auch darum, dass die hier auf den Ohren liegt und die ganze Zeit und brutal nervig. Und deshalb laufen einfach ganz, ganz viele Menschen gerade auch mit der Laune total am Limit. Und das ist anstrengend. Und generell ist Arbeit dadurch im Moment sehr, sehr anstrengend, weil man im Moment auch so viel, ich sag mal, im Hinterkopf haben muss, ne? Man muss halt, ständig kommt irgendwas Neues, ständig muss man irgendwas Neues bedenken. Ja, es gibt neue Richtlinien wegen Corona oder einfach durch Corona kaufen die Leute halt auch so unglaublich anders. Also wir hatten jetzt wieder Umsätze jenseits von Gut und Böse an den Tagen. Also noch mehr als in den ganzen Jahren davor, weil die Leute wahrscheinlich im Moment nicht in den Urlaub fahren können oder halt auch nicht wirklich Zeit haben, das Geld großartig für irgendwas auszugeben. Deshalb geben die das Geld bei uns aus. Ich weiß es nicht, oder? Aber jedenfalls machen wir wirklich, wirklich viel Umsatz im Einzelhandel im Moment. Vor allem in den Supermärkten. Ja. Ja, jetzt öffnen ja demnächst wieder Sachen. Und ich habe gute Nachrichten für mich und auch für andere, die Einzelsport machen. Vereine, die Einzelsportarten betreiben, dürfen tatsächlich wieder öffnen. Das heißt, wir dürfen bald endlich wieder Tennis spielen. Ich kann bald endlich wieder Sport machen. Kockern und ich, wir freuen uns schon enorm. Das heißt, bald geht endlich für mich wieder Bewegung und Sport los. Ich habe schon oft erzählt, ich hasse Joggen. Ich kann es nicht ab. Das Problem ist halt auch, dass ich durch mein Asthma nicht kontinuierlich laufen kann. Und dann ist Joggen irgendwie dumm. Also ich kann den ganzen, ihr wisst, habt ihr ja gesehen, ich kann den ganzen Tag Fußball spielen, den ganzen Tag Handball. Ich habe da teilweise Fußball 2 Stunden, dann war ich beim Handball hinterher, beim Training. 4-5 Stunden Sport, kein Ding. Aber kontinuierlich laufen, ich muss halt stehen bleiben. Ich muss zwischendurch stehen bleiben. Einmal komplett raus und einfach mich kurz wieder fangen. Und das kann ich ja bei den Sportarten. Da bleibt man ja mal kurz stehen und das reicht immer schon. Und deshalb ist Joggen irgendwie so dämlich. Und Joggen ist da ein unfassbar unangenehmes Gefühl. Und deshalb, ja, wir fangen jetzt bald an mit Ring Fit, das zu streamen. Ich habe alles eingerichtet dafür. Und oh Gott, das wird schlimm. Ring Fit und dann endlich bald wieder Tennis. Und dann, oh, das fehlt mir, die Bewegung. Du, Fitness fehlt fürs Abnehmen, fürs Wohlempfinden, aber für das wirklich gute Gefühl, auch die Bewegung zu haben durch den Sport, das fehlt mir wirklich extrem. So, meine Lieben, jetzt habe ich hier in meinem Zimmer wieder eine ganze Weile mit euch gequatscht. Aber ja, heute ging es hauptsächlich ums Quatschen, denn wirklich viel passiert ist ja nicht die Tage. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, noch eine wunderschöne Geschichte für euch. Eine tolle, gute Nachtgeschichte, der Zauberer von Oz, der allererste Teil. Einige sagen der Zauberer von Oz, in der Geschichte auch. Und ich kenne es aber irgendwie als der Zauberer von Oz. Jeder soll es aussprechen, wie er will. Das ist ja auch immer in den Streams immer so ein Krieg, weil die Leute sich überstreiten. Heißt es die Nutella oder das Nutella? Einige sagen sogar der Nutella. Ich habe mein Leben lang gesagt, gib mir mal bitte das Nutella. Alle um mich herum haben das Nutella gesagt. Und viele kriegen da total den hier von wegen, was, das heißt die Nutella? Und das ist auch bei so vielen anderen. Die Super Nintendo, das Super Nintendo oder die Nintendo 64. Und das ist halt immer so interessant, weil es da so viele Begriffe gibt, die aus dem Englischen kommen oder aus anderen Sprachen und ja nie wirklich irgendwie gedeutscht wurden. Wenn es Abkürzungen sind oder Eigennamen oder einfach Begriffe, die einfach nur eine Menge sind und dadurch nie wirklich einen Artikel bekommen haben. Es heißt das Nutella-Glas, es heißt die Nutella-Creme oder man weiß es nicht. Aber wie ist es jetzt, wenn man nur Nutella sagt?
hat gar keinen festen Artikel. Deshalb, es hat sich einfach für die Menschen dann so ein gewisser Artikel entwickelt und lass die Leute einfach sagen, was sie wollen. Also es ist halt immer dieser spaßige Krieg in den Stream-Kommentaren, ist schon echt witzig. Ich trigger die Leute damit auch ganz gern. Aber ja, es hört sich dann für euch wahrscheinlich komisch an, wenn ich sage, das Nutella oder die Nutella oder der Nutella, weil ihr diese eine Art gewohnt seid, dass es genau wie mit Brötchen, wenn ihr... Aber das ist ja etwas Regionales. Das sind einfach andere Wörter, so Schrippen oder Krapfen oder Semmel. Keine Ahnung, ich kenne halt mein Leben lang nur Brötchen. Aber das mit den Artikeln ist immer seltsam. So, meine Lieben. Grumpy Pikachu, was sagst du? Grumpy Pikachu findet, das Nutella ist richtig und die Nutella ist doof. So, meine Lieben. Ich habe euch ganz so lieb. Macht euch noch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns dann, wie immer, nächste Woche. Mal gucken, was nächste Woche alles so passiert. Viel Spaß mit der Gute-Nacht-Geschichte, der Zauberer von Oz. Und damit entlasse ich euch in den Abend. Macht's gut, ciao. Der Zauberer von Oz. Dorothy wohnte mit ihrem Onkel Henry und ihrer Tante Em auf einer Farm mitten in der großen, weiten Landschaft von Kansas in Amerika. Wenn Dorothy vor dem kleinen, hölzernen Farmhaus stand, das nur ein Zimmer hatte, dann sah sie nichts als flaches, von der Sonne gelb und braun gebranntes Land. Weit und breit gab es keinen Baum und keinen Strauch. Dorothy hatte nur einen Freund, das war Toto, ein kleiner schwarzer Hund, den Dorothy über alles liebte. Eines Tages spielte sie wie üblich mit Toto. Onkel Henry saß auf der Schwelle des Hauses, nuckelte an seiner Pfeife und sah besorgt in den düsteren grauen Himmel hinauf. Dorothy nahm Toto auf den Arm und trat zu Onkel Henry auf die Schwelle hinaus. Da fegte auch schon ein heulender Wind aus dem Norden heran. Die langen Präriegräser beugten sich in grauen Wellen vor dem Wind. Aus dem Süden ertönte plötzlich ein lautes Sausen. Onkel Henry sprang auf. »Da ist ein Wirbelsturm im Anmarsch eben«, rief er seiner Frau zu. »Ich kümmere mich um das Vieh!« Und er eilte zum Stall hinüber. »Schnell, Dorothy«, schrie Tante eben ihrer Nichte zu. »Schnell in den Keller!« Die Tante öffnete eine Luke im Fußboden und kletterte in das dunkle Erdloch hinunter, das als Keller diente. Dorothy wollte ihr folgen, aber noch ehe sie die Luke erreichte, heulte der Sturm ganz fürchterlich auf und schüttelte und rüttelte das ganze Haus. Und dann geschah etwas Seltsames. Der Sturm drehte das Haus zwei- oder dreimal herum und hob es langsam in die Luft. Dorothy hatte das Gefühl, als stiege sie in einem Luftballon empor. Der Nord- und der Südwind hatten sich nämlich genau am Standort des Hauses getroffen, sodass sich das Haus im Zentrum des Wirbelsturms befand. Der Sturm hob es hoch in die Luft und trug es weit, weit fort. Da es sehr dunkel war und der Wind ganz schrecklich heulte, hatte Dorothy zunächst fürchterlich Angst. Wenn sie nun mit dem Haus zu Boden stürzte. Aber nach einer Weile hörte das Haus auf sich zu drehen und schwebte ganz sanft und friedlich dahin. Da beruhigte sich Dorothy schnell. Sie kroch über den schwankenden Fußboden zu ihrem Bett hinüber. Toto kuschelte sich neben sie und bald waren die beiden fest eingeschlafen. Dorothy wurde durch einen fürchterlichen Stoß geweckt. Hätte sie nicht in ihrem weichen Bett gelegen, dann wäre sie bestimmt verletzt worden. Verwirrt richtete sie sich auf. Sie stellte erstaunt fest, dass das Haus sich nicht mehr bewegte und durch die Fenster fiel strahlender Sonnenschein. Dorothy hüpfte aus dem Bett und lief zur Tür. Toto folgte ihr auf den Fersen. Als sie draußen stand, stieß sie einen Schrei des Entzückens aus. Denn das Haus war in einer herrlichen Landschaft gelandet. Überall blühten wunderschöne, süß duftende Blumen. Bunte Vögel flatterten durch die Luft und an den Bäumen hing prächtiges, saftiges Obst. In der Ferne erblickte Dorothy einige kleine, runde und blau gestrichene Häuser. Von dort näherten sich ihr eine Gruppe ganz merkwürdig aussehender Leute. Es waren drei Männer und eine Frau. Sie waren alle viel älter als Dorothy, aber seltsam, kein bisschen größer. Die Männer waren ganz in Blau gekleidet, von der Stiefel bis zur Helmspitze. Am Helmrand trugen sie Glöckchen, die süßes Geläute verbreiteten. Die kleine Frau trug auch so einen Helm, aber der war weiß, ebenso wie ihr Kleid. Sie hatte ganz weiße Haare und viele Falten im Gesicht. Steif und würdevoll ging sie auf Dorothy zu, verbeugte sich vor ihr und sagte mit lieblicher Stimme,
Willkommen, o edle Zauberin im Lande der Mümmler. Wir danken dir, dass du die böse Hexe des Ostens getötet und uns aus der Knechtschaft befreit hast. Dorothy war außer sich vor Erstaunen. Was meinte die Frau bloß? Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber da muss etwas nicht stimmen. Ich habe bestimmt niemanden getötet. Dein Haus aber, antwortete die winzige Alte. Und das ist ja schließlich dasselbe. Guck mal, da sind die Hexenfüße. Dorothy drehte sich um und schrie erschrocken auf. Tatsächlich lugten unter ihrem Haus zwei Füße hervor, die in silbernen, spitzen Schuhen steckten. Die böse Hexe hat die Mümmler jahrelang wie Sklaven gehalten, erklärte die alte Frau. Immer mussten sie für sie schuften. Als die Mümmler sahen, dass sie tot war, schickten sie einen Boten zu mir und ich bin schnell gekommen. Ich bin die Hexe des Nordens. Ach du liebe Zeit, rief Dorothy. Sind Sie wirklich eine Hexe? Ja doch, aber ich bin eine gute Hexe und ein Freund der Mümmler. Meine Zauberkräfte sind aber nicht so groß wie die der bösen Hexe, sonst hätte ich die Mümmler schon lange befreit. Ich dachte, alle Hexen wären böse. Oh nein, das ist nicht wahr. Im Lande Oz gibt es vier Hexen, von denen zwei die Hexen des Nordens und des Südens gut sind. Das weiß ich ganz genau, da ich selbst die eine davon bin. Die aus dem Osten und dem Westen aber sind ganz schlimme, böse Hexen. Doch da du eine umgebracht hast, existiert nur noch eine böse Hexe im Lande Oz, die Hexe des Westens. In dem Moment stießen die Mümmler, die bisher still gewesen waren, Rufe des Erstaunens aus und zeigten aufgeregt auf die Ecke, unter der die alte Hexe gelegen hatte. Die kleine Frau fing an zu lachen, denn die Füße der bösen Hexe waren verschwunden, nur die Schuhe waren noch zu sehen. Sie war so alt und verschrumpelt, dass sie in der Sonne zu Staub verbrannte. Die werden wir nicht wiedersehen. Aber ihre Silberschuhe sind erhalten und die sollst du haben, kleine Zauberin. Sie schüttelte den Staub aus den Schuhen und gab sie Dorothy. Die Hexe des Ostens war sehr stolz auf ihre silbernen Schuhe, sagte ein Mümmler. Es sind nämlich Zauberschuhe, aber wir haben nie herausgefunden, was sie zaubern können. Oh, vielen Dank, rief Dorothy. Sie passen mir wie angegossen. Aber sagt, könnt ihr mir nicht den Weg zurück nach Kansas zeigen? Mein Onkel und meine Tante werden sich schon Sorgen um mich machen. Die Hexe und die Mümmler dachten eine Weile nach, aber dann schüttelten sie bedauernd den Kopf. Ich weiß leider nicht, wo Kansas ist, sagte die alte Frau. Ich habe auch noch nie davon gehört. Du musst nämlich wissen, dass wir hier im Lande Oz vom Rest der Welt durch eine große Wüste abgeschnitten sind. Da musst du schon in die Smaragdstadt gehen und den Zauberer von Oz um Rat fragen. Ist der Zauberer denn ein guter Mensch? Nun, er ist auf jeden Fall ein guter Zauberer und ist mächtiger als alle Hexen. Ob er ein Mensch ist, kann ich dir nicht sagen, denn ich habe ihn noch nie gesehen. Wo geht es denn zur Smaragdstadt? Da musst du die gelb gepflasterte Straße entlang gehen. Die führt dich sowohl durch ein helles, schönes, als auch durch ein dunkles, schreckliches Land. Ich kann dich leider nicht begleiten, aber du sollst meinen Kuss haben. Niemand wird dir etwas tun, wenn du von der Hexe des Nordens geküsst wurdest. Nach dem Kuss der Hexe blieb auf Dorothys Stirn ein runder, schimmernder Fleck zurück. Die Hexe lächelte ihr noch einmal zu, wirbelte dreimal auf ihrem nicken Absatz rum und verschwand. Die Mümmler verbeugten sich tief und gingen durch den Wald davon. Als Dorothy allein war, machte sie sich an die Reisevorbereitung. Sie zog ihr weiß-blau kariertes Kleid an, setzte ihren Strohhut auf und packte etwas Brot in ihren Korb. Bald war sie mit Toto auf der gelb gepflasterten Straße unterwegs. Die Sonne schien und die Vögel sangen, sodass Dorothy ganz fröhlich wurde. Nach ein paar Kilometern aber war es Zeit für eine Pause. Dorothy setzte sich auf einen Zaun und blickte auf ein Kornfeld. Ganz in ihrer Nähe stand eine Vogelscheuche. Der Kopf der Vogelscheuche bestand aus einem Strohsack, auf den Nase, Mund und Augen aufgemalt waren. Sie trug blaue Kleider und hockte auf einem Stock. Als Dorothy so dasaß und sich das aufgemalte Gesicht der Vogelscheuche ansah, rieb sie sich erstaunt die Augen. Die Vogelscheuche hatte ihr zugeblinzelt. »Hallo«, sagte die Vogelscheuche. »Hast du etwa etwas gesagt?«, fragte Dorothy. »Und ob? Wie geht's, wie steht's?«
Oh, danke. Mir geht's gut, aber wie geht es dir? Ach, leider überhaupt nicht gut. Es ist so langweilig, hier Tag und Nacht auf dem Stock zu hocken und die Vögel zu verscheuchen. Wenn du mich hier herunterholst, wäre ich dir sehr dankbar. Dorothy streckte sich und hob die Vogelscheuche vom Stock. Ach, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich wie neu geboren, aber sag einmal, wer bist du denn und wo willst du hin? Ich heiße Dorothy und ich bin unterwegs zur Smaragdstadt, um den Zauberer von Oz zu finden. Der soll mir den Weg zurück nach Kansas zeigen. Wo ist denn die Smaragdstadt? Und wer ist der Zauberer von Oz? Das weißt du nicht? Natürlich nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe ja nur Stroh im Kopf und kein Gehirn. Meinst du, dass dieser Zauberer mir ein Hirn zum Denken geben würde, wenn ich mit dir käme? Das kann ich dir nicht sagen, aber komm ruhig mit, wenn du willst. Oh, danke. Das ist sehr nett von dir. Und dann wanderten Dorothy und ihr seltsamer neuer Freund die gelb gepflasterte Straße entlang. Sie waren auf dem Weg zum großen Zauberer von Oz.